Ach, Leute, und da kommen wir wieder zum nächsten Spieltag gegen den MSV Duisburg. Und das ist natürlich ein starker Gegner. Wir sehen es, Mannschaftsstärke 730. Trotzdem, die Saison ist nicht so verlaufen, wie sie es wollten. Es sind natürlich auch erste drei Spiele. Jetzt kommt der vierte Spieltag. Aber wenn da auch wieder der nächste Niederlage ist, dann ja, müssen sie sich ein bisschen anstrengen, um vorne mit zu spielen. Ich würde mal sagen, ich bin mir total sicher, dass wir heute als Sieger vom Platz gehen. Okay, wir verlieren das nicht, aber das sind immer unser... wir werden heute Tabellenführer. Nee, da müssen wir gewinnen. So, ich bin mir total sicher. Herzlich willkommen in der Duisburger Hallo Sparkassen-Tribüne! Hallo Nordkurve! So, da sind wir hier drinne. Oh, jetzt hört ihr die Geräusche. Das ist mein Teller. Und es ist Erdbeere. So, Armin und Christopher werden nach einem Hageln im Strafraum von natürlich Stich gerückt. Stich, Maximilian Stich. Okay, wir bleiben mal konzentriert, Jungs. Solo von McKay durch die Duisburger Abwehr. Thomas Meister kann zunächst klären, doch dabei kommt wieder zu McKay, der nicht lange Fackel und zum 1-0 trifft. So schnell kann es gehen. McKay, sein erster Treffer am vierten Spieltag, das ist schon okay. Und die Form ging ja aufwärts. Die Moral bloß nicht. Die Glockenburger sind jetzt voll konzentriert, aber die Duisburger mit der ersten Möglichkeit. Und das ist bestimmt eine hundertprozentige. Eine Ecke. Mal sehen, was über Cam Scheidel kommt. Weil unkontrolliert, aber der Winkel ist schon relativ spitz und er trifft da nur das Außen. Der Trommelneuer hatte da vor einem Moment ziemlich geschlagen. Da hatte die Innenverteidigung Glück gehabt. Die Duisburger spielen hier mit drei Spitzen sehr offensiv. McKay setzt schön nach und bringt Roy Fletcher in Bedrängnis. Damit holt er immerhin einen Einwurf für sein Team heraus. Jetzt die gelbe Karte für Fabian Schnellhardt. Hat da das Bein etwas zu hoch genommen und erwischt den Pascal Wohlfahrt. Diese gelbe Karte geht in Ordnung. Naja, man muss ja auch die Füße nicht so hoch haben. Jetzt haben wir 12 Minuten gespielt. Wir hatten eine Möglichkeit und das war das Tor. Und sonst ist hier nichts los in der Offensive. Ich habe kein Problem, wenn es das ganze Spiel so ist, nichts los. Bis zum Ende steht es 1-0 für uns. So, jetzt auch die nächste gelbe Karte für Duisburg. Durch Christian Paulsen. Habe ich nicht eigentlich gesagt, über die rechte Seite? Aber es ist okay. Gerdes versucht da auf links durchzukommen, doch Marcel Bordak läuft ihm den Ball ab. Bei Tomala steht ein Schuhwechsel, anscheinend ist das etwas kaputt gegangen. Ist etwas kaputt gegangen. Jetzt geht doch mal drauf. Hier gar nichts mehr machen, ist aber auch ein bisschen riskant. So, jetzt die Duisburger. Ich würde mal sagen, das ist der Ausgleich. Flanke von Sascha Dumm, doch Frabischer bekommt mit seinem Kopf nicht genug Druck hinter dem Ball. Daniel muss nicht besonders anstrengen und den Ball sicher runter zu pflücken. Ich sag, geht drauf und die Duisburger kommen. Kurzer Doppelpass im Strafraum, der Spieler aus Kloppenburg, der den schießt. Ab, dann direkt taucht hinunter und lenkt die Kugel zur Ecke. Jetzt die Ecke. Mal sehen, was draus wird, ob wir jetzt einen Ausgleich kriegen. Ich hoffe es ja nicht. Bringt den Ball hinein und Fabian Schöner nimmt den Ball am kurzen Pfosten Volley 2 Meter links vorbei. Oh, ich will mal sagen, das geht nicht so. Wir lassen uns jetzt gerade richtig hinten reindrücken. Reingabe von Dumm ist etwas zu nah vor das Tor gezogen. Daniel ist hier unten und packt sich ja zu. Wenigstens er hat den Bobel nicht, dass er ihn durchlässt. So, 1,5 von Neupert. Eine 1,5 für Reck. Jetzt eine 1 für Neupert. Okay. Guter Angriff des BV Kloppenburg, aber Armin ist dafür zu unkonzentriert und sein schwaches Schuss geht klar am Tor vorbei. Spieler aufwärmen. Wir haben eine Möglichkeit. Das gibt's eigentlich gar nicht.
Also ein Fan wird für sein tausendstes Heimspiel gefeiert, okay. Loben erstmal Neupert. Loben McKay. Motivieren Boll. Motivieren die Offensive. Ja. Gehen von der Frische her Armin, Gerdes und Meier. Halbzeitansprache. Ich habe es gewusst. Bringt das Ding nach Hause. Aufstellung. Armin wird dann wohl, wenn der jetzt immer nicht in der Offensive was passiert, runtergehen. Weil unsere Stürmer hatten ja bis jetzt noch gar keine Chance. Jetzt die zweite Möglichkeit im Spiel. Thomas Meissner schießt bei den eigenen Mann an, der damit unfreiwillig für Armin vorlegt. Marcel Sobotka schaltet da blitzschnell und wirft sich noch dazwischen Ecke. Die erste Ecke im Spiel. Die Ecke ist ein Tick zu kurz und kein Problem für Rolf Fletcher, der den Ball unter Kontrolle bekommt und klären kann. So, jetzt sind wir aber besser im Spiel, oder was? Ein ungenauer Rückpass von Christian Paulsen kann Ratajczak nicht mehr laufen und es gibt da einen Eckball für Kloppenburg. Also, wir wissen ja, Jenicke bringt die nicht so gut rein. Das dauert immer ein bisschen. Jenicke die zweite Ecke im Spiel. Die Ecke ist ein Tick zu kurz und kein Problem für Rolf Fletcher, den Ball auf Kosten einer weiteren Ecke. Okay. Ich glaube aber weiter so. Henike mit der dritten Ecke. Mal sehen, was er jetzt draußen macht. Rissaschosch steht Richtung Torgewand, will den Ball Volley klären und schießt sich selbst gegen den Tor. Der Abpraller streicht nur um Zentimeter am eigenen Tor vorbei. Die nächste Ecke. Die sieht mal besser aus. Hoffentlich wird es eigentlich mal was. Meissner klärt zunächst. Timoska Wohlfahrt spielt das Leder sofort wieder hoch hinein. Gleich zwei Duisburger heben das Abseits auf. Und Hummel kann unbedingt einköpfen. Was ist denn mit Hummel los? Der wird wieder zum Torjäger. Ratajczak ist auf seine Vorleute sauer. Man kann ihn bis auf der Tribüne hören. 2-0 Hummel. Also die ersten 5 Minuten, also na wie die erste Halbzeit, die ersten 5 Minuten, genau 1-0 und jetzt wieder 5 Minuten und dann schon das 2-0. Also das ist bis jetzt unsere Zeit. McKay, eine super Note, eine 1, freut mich. Ist aber Duisburg. Da müssen wir aufpassen, nicht, dass wir einen schnellen Anschlusstreffer kriegen. Dumm, geht auf der linken Seite durch und schlägt den Ball flach in die Mitte. Dort lauert Sobak, der den Ball wie ein 1 der Bombe annimmt und dann aufs lange Eck zählt. Daraus kommt aber nur ein harmloser Roller. Der Ball weit am Tor vorbeigeht. Tone da hebt die Hand und lässt sich vom Balljung einen neuen Ball geben. Den sieht man ein bisschen nach hinten. Pressing ein bisschen zurückziehen. So, Einsatz vielleicht mal ein bisschen erhöhen. Nicht, dass die uns jetzt hier, ja, die 100%, ich glaube, das ist das 2-1. Gutes Passspiel des MSV Duisburg. Über viele Stationen läuft die Kugel direkt gespielt durch Mittelfeld. Fabian Schneider wird dann letztlich von Stefan Boll bedrängt, dass er den Ball verliert. Okay. Wir wechseln mal aus. Enzmann darf heute mal rein. Tim Hofmann für Hummel. Ja, das wart erstmal. Oder Julian Bennert gleich. Komm, Bennert kriegt wieder die Chance. Für Armin. So, jetzt aber nochmal auch ruhig. Die Ecke, jetzt kommt rein. Neupert geht erschossen dem Ball entgegen und erreicht diesen vor Kevin Schalthauser per Flügel. Kann ja so eine Ecke von Marcel Sobotka klären. Sobotka. Das ist ein beschissener Name. So, Tim Hofmann rein für Hummel. Na, gute Leistung. Mal ein bisschen Pause. Fabian Enzmann, zweites Spiel hintereinander. Kriegt wieder eine Note. McKay heute mal ein richtig super Spiel gemacht, eine 1, Solo-Lauf. War gut drin, Armin, na, da war heute nicht so stark. Kemmel besser, Bennett kommt heute mal wieder als Joker, wie immer. Das kann er. Das hat er in der ersten Saison bei uns gezeigt, dass er als Joker sehr stark ist. Das zeigt er jetzt schon wieder. So, ruhig, habe ich gesagt. Wir haben jetzt mal wieder eine Möglichkeit. Freistoß von links, von Max Meier. Diesmal darf Meier die Freistöße schießen. Ach ja, Armin ist nämlich immer auf dem Platz. Meier von links. Bennett kommt
Allein das so Kopf passiert den Ball, aber genau auf Ora Tejčak. Junge. Weiter so. Erik Jendisek kommt jetzt. Der Ex-Freiburger, der Ex-Schalker, der Ex... Was war er davor? Lautern. Ich weiß es nicht. Oder davor? Oder danach? Der war hatte auch schon ein paar Vereine durchgegangen. Dabei ist er, ich finde, ein sehr guter Spieler. Er hält einen guten Pass von Supertaka, aber er legt sich den Ball zu weit vor. Die Chance ist vertan. So, mal sehen, schießen wir noch das 3-0, um es sicher zu machen. Marcel Stenzel für Per de Witt kommt jetzt. Was hat er denn für eine Stärke? Eine 60, okay. Fabian Stellhardt hat eine 5, also kein gutes Spiel. Der MSV Duisburg kontert jetzt aber zu umständlich. Letztlich schießt Erik Henrik weit am Kasten vorbei. An die Defensive steht heute mal wieder bombensicher. Dass wir wieder heute einen Bombentag haben. Die Pizze werden immer besser. Zieht sich ja manchmal ein Strich bisher mit ein paar Leistungen. Er hat das Spiel wirklich gut im Griff. Ein Querschläger von Max. Ein Querschläger von Max Meyer springt vor den Schlappen von Dennis Thomal. Doch Christoph Schoch geht entschlossen dazwischen, bevor große Gefahr entstehen kann. Oh, können wir eigentlich nochmal sagen. Weiter so. Dumm ist ja wieder der Beste. Ich fand den Dumm gar nicht so schlecht. Dann gehen wir wieder auf die Seite von Sukow. Vielleicht ist das da auch eine gute Mittel. So, jenige schlägt eine scharfe Flanke in den Strafemaße. So, Rutschball, erklärt vor Julian Bennert über den Spann und bezwingt damit seinen eigenen Torwart. 3-0. So kann es natürlich auch gehen. 3-0. Marcel Botak. So, der MSV kann nun alles nach vorne werfen. Es kann nur noch besser werden. Das sehe ich genauso. Julian Bennert eine 1,5. Okay, jetzt MSV Duisburg. Schöner Angriff der Duisburg über Christian Pausen und Slatko Janic. Der direkt flach nach innen. Unsicherheit bei der Abwehr bescheren den MSV Duisburg eine Ecke natürlich. So, jetzt habt ihr meinen Stuhl gehört. So, das Spiel dürfte gelaufen sein, um einen 3-0 Vorsprung noch herauszugeben, müssten die Spieler aus Kloppenburg schon ziemlich die Linie verlieren. Die Fans stürmen jetzt in Maschen zu den Ausgängen. Hier glaubt niemand noch an einem Wunder. Etwas ungenauer Reibe von Enzmann, aber Max Meyer bekommt den Ball trotzdem noch irgendwie Richtung Tor. Rai Tejčak hat den Ball, hat aber diesmal keine Probleme und pariert sicher. Weiter so, Jungs. Riesenaufregung in Duisburg. Schnellheit gelb-rot, ja. Schnellheit erlaubt sich erneut ein Foul, obwohl er bereits die gelbe Karte hat. Mal sehen, was Maximilian Stich reagiert. Wie er reagiert. Gelb-rot. So schnell kann es gehen. Gelb-rot für Fabian Schnellheit. Da hilft auch keine Entschuldigung. Jetzt mal gucken, wie die spielen. Wir gucken mal auf dem Platz. Wie spielen sie denn jetzt? Okay. Über die Flügel könnten wir nochmal kommen. Und Pressing noch ein bisschen erhöhen. So, Janjit, Erik, okay, wir gehen auf jeden Fall über die Flügel. Die letzten, ja, 3-4 Minuten. Gelb-rot, Schnellhart. Hätte nicht sein müssen, der Ex-Kölner. So, die Spieler aus Kloppenburg spielen jetzt nur noch ihr Pensum herunter. Also ich bin jetzt gerade bei Gegner, okay. Team von uns, eine Minute nachgespielt, das ist wohl der nächste Sieg. Der zweite Sieg im Wolken, noch gelb für Christoph Schorsch. Tim Hofmann auch eine 1, super. Muss einen Fehler von Marcel Stenzel ausbügen und handelt sich durch ein Foul an Dennis Thomal eine gelbe Karte ein. So, jetzt ist wohl mal vorbei. Jetzt muss es eigentlich vorbei sein. So, vorbei. Vorbei, schon wieder vorbei. Also der zweite Sieg in Folge. Trainer Carsten Baumann muss sich ins Stammbuch schreiben lassen, dass er und sein Team diesen Gegner offensichtlich unterschätzt haben. Es ist dann während des Spiels immer schwierig, plötzlich umzuschalten und noch eine Wende zu erzwingen. Das sehe ich genauso. Trotzdem war es kein schlechtes Spiel von Duisburg. Wir hatten eine Chance in der ersten Halbzeit. Wir dürfen es nicht vergessen, wir hatten nur eine Chance. Der Ball war drinnen. Duisburg hatte mehrere Chancen. Da direkt und die Abwehr hat uns gerettet. Die zweite Halbzeit startet. Die nur kurz vor der Ende. Müssen wir gucken. Tore.
Naja, und zweite Halbzeit startet wieder 5 Minuten und Hummel ist wieder da und trifft. Zweite Spiel in Folge. Ich würde mal sagen, haut rein, bis dann und wir sehen uns zum Nachbericht oder zum weiteren Verlauf des Spieltages der anderen Ergebnisse. Ciao.